Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß! Ja, Romy, was treibst du so in deiner Funktion als Politikwissenschaftlerin? Willst du vielleicht kurz was erzählen, warum du so knapp auf Kante gekommen bist? Weil ich finde das immer spannend, was du alles so treibst. Ich finde es auch fair, weil letzte Woche diejenigen, die erst im Laufe des Abends dazugekommen sind, auch immer erklären mussten oder erklärt haben, warum sie denn das nicht pünktlich geschafft haben. Ich finde, das können wir jetzt auch zur Regel machen. Und ich habe heute eine Veranstaltung moderiert. Gestern schon eine, heute eine, morgen eine. Und bin auch so ein bisschen leer gequatscht und freue mich ehrlich gesagt aufs Kopf-Defragmentieren beim Spielen mit euch, mit dir. Okay. Und es kommt hier, und die Veranstaltungen, die ich moderiert habe, waren Sitzungen von Verbänden bei mir im Bundesland, die ja gerade irgendwie alle mit ihren Strategiefragen beschäftigt sind. Die Landtagswahlen stehen an. Die neuen Anträge müssen geschrieben werden. Da taucht natürlich gerade die Frage auf, wie machen wir weiter? Und unter anderem dafür werde ich eingekauft. Okay. Sowas. Das heißt, du hast heute schon schwer in der Politik gearbeitet, könnte man sagen. Oder besser gesagt, in der Politikwissenschaft oder Politikberatung. Es ist eher eine politische Beratung, würde ich es nennen, weil ich mit zivilgesellschaftlichen Organisationen arbeite. Mhm. Ich habe normalerweise, also viele Politikwissenschaftler, die ich kenne und innen, die ich kenne, arbeiten bei Parteien oder sind irgendwie im Journalismus oder keine Ahnung, also so relativ unterschiedlich, einige auch in Ministerien oder sind selbst inzwischen Teil des politischen Geschäfts als Abgeordnete im Land oder im Bundestag. Und ich fand den Teil der Zivilgesellschaft eigentlich immer am spannendsten. Also wie funktioniert das eigentlich, dass so die Interessen, die du oder ich oder ihr vielleicht, dass die dann auch bei Politik ankommen? Und wie erklärt Politik, was eigentlich gerade passiert? Und ich finde, dass dieser Austausch einfach ganz wichtig ist. Dafür brauchst du Verbände. Und deswegen habe ich mich entschieden, die zu beraten. Okay. Ja, also ein kleiner Einblick in das, was Romy sonst tut, wenn sie nicht gerade hier ist. So, ich habe jetzt noch, bevor wir anfangen, habe ich noch hier was offen, nämlich der Edelhack hat schon ganz direkt zu Anfang einmal Kanalpunkte ausgegeben und will Physik haben. Und natürlich habe ich mir was vorbereitet. Ich habe diesmal keine besondere Person für das erste Mal dabei, sondern ich will ein schönes Phänomen erklären. Das hier. Ich muss das, glaube ich, mal so drehen. Ja, genau, so kann man das gut erkennen. Das hier ist im Prinzip eine LED-Lampe aufgeschnitten. Also eine LED-Glühbirne. Normalerweise sitzt hier so eine dicke Plastikkuppel drüber. Und jetzt kann man mal die einzelnen LEDs sehen, die da so hintersitzen. Das ist eine Tageslichtlampe, also so warmweiß nennt man das in der Regel. Und was hier das Licht macht, das sind relativ viele LEDs, die ganz gut leistungsstark sind. Aber was die meisten nicht wissen, ist, dass dahinter blaue Leuchtdioden sitzen. Das heißt, die gute LED-Technik, dass wir Glühbirnen haben, liegt daran, dass wir hier blaue LEDs haben und die sind beschichtet, dass sie tatsächlich weißes Licht produzieren, warmweiß in diesem Fall. Und das funktioniert über Fluoreszenz, das heißt, da ist ein beziehungsweise Fluoreszenz und Phosphoreszenz, da gibt es einen kleinen Unterschied. Auf jeden Fall ist da ein Stoff vor, der das blaue Licht aufnimmt und es rot verschiebt. Manches wird so gelassen, sodass quasi blaues Licht auch noch mit rauskommt, also die sind nicht komplett lichtdicht. Also ein bisschen vom blauen Licht kommt raus, aber vor allem kommen auch grünes, gelbes, oranges, rotes und so weiter und so fort Licht heraus. Und wie funktioniert das mit der Fluoreszenz? Ich werde das mal vorführen, indem ich hier ein bisschen UV-Licht davor scheine. Und hier sieht man dann sehr schön, wenn ich da das UV-Licht vorscheine, dass diese LEDs tatsächlich im UV-Licht fluoreszieren. Also es ist so ein bisschen ähnliches was wie Schwarzlichtfarbe direkt davor. Und tatsächlich ermöglichen
nur die Technologie, die uns blaue Leuchtdioden verschafft hat, und zwar leistungsstarke, langlebige blaue Leuchtdioden, hat überhaupt erst ermöglicht, dass wir solche LED-Technik bekommen können, wie Glühbirnen, die verschiedene angenehme, kontinuierliche Spektren liefern. Und das war das erste bisschen Physik mit einem kleinen Experiment. Die Frage ist, ich zitiere, ob du genug vorbereitet hast. Ich habe genug vorbereitet. Ansonsten, wenn ich irgendwas moderiere, was mit einer Wissenschaftsshow zusammenhängt, dann mache ich immer Experimente, und meine Experimente für die Shows sind da hinten in einer Kiste. Eventuell muss ich, wenn jetzt 20 Leute Punkte ausgeben für Physik, muss ich ein bisschen kramen, aber ich glaube, ich werde mich so schnell, was das angeht, nicht leer quatschen. Aber jetzt machen wir erstmal Politik, bevor wir wieder Physik machen, würde ich sagen. Es ist wieder, natürlich sitzen wir hier vor einer nagelneuen Version von Democracy 4. 1.08, die ist am 27. August veröffentlicht worden. Und wir sehen schon, Vote on Developer Priorities. Und hier ist jetzt, welches Land er als nächstes hinzufügt. Also, neue Version. Und wir können hier als Alpha-Version-Spieler sagen, welches Land er als nächstes, also können auf jeden Fall abstimmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich, also, oder was heißt natürlich, mir geht es oft so, dass ich dann so sage, so, ah, Deutschland wäre schon cool, aber ich erinnerte mich an das, was du vor 2 Wochen gesagt hast, Romy. Australien fällt mir ein, weil ich finde es total spannend, ein Land zu haben, was eine Wahlpflicht besitzt. Und ich weiß sehr, sehr wenig über Australien, und ich glaube, ich könnte so tatsächlich vielleicht ein bisschen was mehr über Australien lernen. Es ist auch eine schwierige Auswahl. Frankreich ist halt auch super spannend, weil es nochmal ein ganz anderes politisches System hat. Halt so ein semipräsidentielles, so eine Mischung aus einem Präsidial- und Repräsentativsystem. Und ich bin da so ein bisschen bei euch. Kanada finde ich auch gut. Australien finde ich halt auch spannend, weil es irgendwie... Kanada ist so ein bisschen... Kanada wird wahrscheinlich halt sehr ähnlich zu UK sein, weil es gilt ja immer noch als Monarchie. Ja, aber das ist das zählt dann bei Australien genauso. Die gehören da ja stimmt. Auch noch dazu. Darüber behauptet es auch die Queen. Ja. Aber tatsächlich sind auch dort die Staaten relativ unterschiedlich, glaube ich. Ja. Und bei Australien muss ich zugeben, das würde ich echt spannend finden, auch wie die mit dem Klimawandel umgehen bei dem Land, ob sich das irgendwie auswirkt, würde ich spannend finden. Und Deutschland ist auch cool, aber ehrlich gesagt würde ich mir das gerne noch so ein bisschen aufheben. Das Abstraktere von Deutschland, Horsti sagt, also am weitesten weg wäre Australien. Ja, das stimmt. Also deswegen tendiere ich auch so ein bisschen dazu. Natürlich sind hier, also außer Kanada und Australien, sind wir hier mitten in Europa. Was ich auch spannend fände, wäre Japan. Ich weiß nicht, ob er das plant. Es ist schade, dass es nicht mal eine Auswahl ist. Aber naja gut, wir sind eh festgelegt auf dieses Drei-Parteien-System. Ich habe keine Ahnung, ob er das noch in irgendeiner Weise aufbohrt. Aber also ich würde jetzt erstmal Australien anklicken. Ja. Und mal gespannt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen die Alpha-Version regelmäßig spielen, so wie wir das tun. Und wie sehr das beeinflusst. Ich bin gespannt. Ich habe nicht, also er hat einiges verändert. Wohl ist die Vorschau für die Gesetze noch mal ein klein wenig anders geworden. Okay. Ja. So. Genau, das hatten wir abgearbeitet. Bin ich mir ziemlich sicher. Genau, mit 21 Punkten waren wir jetzt in der nächsten Runde. Also das, was jetzt kam zum Changeover. Ich wollte einmal auf den Kompass gucken. Weil das haben wir lange nicht. Also haben wir nur ganz am Anfang. Oh Mann. Man merkt, es spiegelt sich wieder, was wir die ganze Zeit. Also, ist schon spannend. Ja, doch, sehr spannend. Also, er ist umgedreht. Wir sind von hier gekommen, Runde 1, und dann
Hier in liberal, aber Richtung Kapitalist gewandert. Okay, aber sehr liberal, ne? Genau, wir haben halt die ganze Zeit die Freiheitsrechte vorangestellt. Also wir haben über solche Dinge, da waren wir beide uns grundsätzlich einig, egal ob es jetzt um, keine Ahnung, Asylrecht ging oder Menschen- und Bürgerrechte im Allgemeinen. Von daher kann ich das schon verstehen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass sie das irgendwie anders gewichten. Wir könnten noch mal in eine der letzten Folgen reinschauen. Irgendwie habe ich uns weiter auf der sozialistischen Schiene Ja, besonders, im ich meine, Kopf. wir haben das auf mein Drängen hin, haben wir das staatliche Schienennetz eingeführt und haben uns fast einen Streik eingehandelt. Ja, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, wollte ich auf jeden Fall mal drauf gucken, dass wir so weit in Richtung Kapitalismus sind. Und dass uns die Kapitalisten dafür gar nicht so doll mögen, hat mich auch ein bisschen überrascht jetzt gerade. Also die Zustimmung ist seit der Wahl anscheinend wieder gefallen. Naja, gut, wir haben momentan eine Zustimmungsquote von 99, weiß ich nicht, Prozent. Von daher. 99,95. Und ich glaube, was bei uns die ganze Zeit im Spiel ist, dass wir haben keine feste ideologisches Konzept oder wir sagen, wir spielen jetzt super konservativ oder wir spielen jetzt so oder so, sondern wir versuchen die ganze Zeit einen Interessenausgleich hinzubekommen. Wenn Ja. wir irgendwo eingreifen, steuern, versuchen wir das und sich das negativ auswirken könnte, versuchen wir immer wieder gegenzusteuern. Dadurch dauert natürlich unser Spiel ein bisschen länger. Aber gleichzeitig führt es halt dazu, dass wir auf der einen Seite völlig entspannt hinlegen, wenn es jemandem einfach nicht gefällt, weil wir sowieso nicht alle glücklich machen. Aber wir versuchen hier die ganze Zeit sehr ausgleichend zu spielen. Und das wäre, glaube ich, auch was anderes, um den Bogen nochmal kurz zum Chat zu schließen, wenn wir Deutschland spielen würden. Ich glaube, das wäre so nah an unser aller Lebensrealitäten dran. Also sowohl bei dir und mir als Ja. auch bei euch im Chat, dass wir, glaube ich, dort eher nach unseren eigenen politischen Ideen gucken würden und entscheiden würden, weil das einfach so nah dran an uns ist. Das hier ist alles relativ weit weg. Und inwieweit in dem Spiel es möglich ist, dieses für mich super faszinierende und wunderbare System des Föderalismus aufzudröseln. Ich würde sagen, es ist nicht möglich. So. Ja, Und dann dafür macht ist Deutschland auch da nicht mehr so viel Spaß. ja die Repräsentation ist jetzt hier ist total schwierig. Ich weiß nicht, wie man hier jetzt Bundesländer reinkriegen sollte. Man müsste es trennen nach Landesgesetzgebung, Bundesgesetzgebung und Und Kommunen. ja und Kommunen und uiuiui. Und bei den Kommunen unterscheidet man ja auch nochmal, die sind ja auch sehr unterschiedlich gestrickt. Wir haben Kreise, die sind teilweise riesengroß. Wir haben auch in Deutschland Wahlkreise in Mecklenburg-Vorpommern. Ich würde vermuten, die sind so groß wie das Saarland. Und das kann man in dem Spiel nur bedingt darstellen, weil du nur die eine Ebene hast. Es geht nur grundsätzlich um die politische Entscheidung und wir können hier überhaupt nicht darstellen, wer dafür zuständig ist. Es Ja. wäre spannend, vielleicht im Zuge was weiß ich, der Bundestagswahl im kommenden Jahr nochmal immer durchzuexerzieren, wie wäre es denn im echten Leben? Aber dann wären wir gar nicht mehr fertig. Wusste ich doch. Erst Uckermark ist größer Politik. als das Saarland. Ja, schreibt Horst hier gerade im Chat. Es ist Genau. halt nur begrenzt etwas möglich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also von der Faszination ist es ja so, auch wenn die Realität hier wahrscheinlich auch für England, was wir jetzt gerade spielen, nicht super akkurat abgebildet ist, es ist ja trotzdem total nettes Labor, weil wie viele Stunden haben wir jetzt auf der Kette? Also es hat dazu geführt, dass wir sehr viele Dienstage jetzt schon einfach stundenlang über Politik und wie wir Entscheidungsfindung machen, drüber gequatscht haben. Also das finde ich schon irgendwie eine coole Sache. Also Und es katalysiert genau. halt das Gespräch, auch wenn die Darstellung nicht total realistisch ist. Ja, total. Ich finde es auch unglaublich interessant, mich mit dir darüber zu unterhalten, weißt, und auch den Input immer noch mal so aus dem Chat zu bekommen, weil es auch noch mal zeigt, wie persönlich politische Entscheidungen halt auch sind. Also die sind manchmal ganz nah dran an unserem eigenen Leben. Und
da kann man auch mal emotional werden und emotional sein. Die Frage ist, ob einem die Emotion jetzt hilft oder nicht. Ja. Und ich finde es ganz spannend, dass wir die jetzt hier gerade in der Form nicht haben und deswegen relativ entspannt drauf gucken können. Ja. Übrigens, eine Sache wollte ich noch sagen. Du hast eben den Saarland-Vergleich gebracht. Das bringt mich normalerweise auf die Palme, aber ich freue mich, dass du da bist. Weil, na, Saarland ist halt ein sehr, sehr doofer Vergleich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wer sich mit Geografie nicht so auskennt oder nicht genau weiß, wie groß die Bundesländer sind, kann mit einem Saarland nicht wirklich anfangen. Aber ich habe einen Trick, oder was heißt einen Trick? Naja, nicht wirklich einen Trick. Aber was ich mir mal gemerkt habe, ist die Einheit Nano-Saarland. Ein Nano-Saarland ist die Fläche des Saarlandes mal 10 hoch minus 9. Also ein Milliardstel Saarland sind 2,5 Quadratmeter. Ungefähr. Also man kann sagen, ich wohne zurzeit in einer Wohnung mit knapp 25 Nano-Saarland ist sie groß. Oder 60 Quadratmeter. So über den Daumen. Aber tatsächlich ist Saarland so schwer zu greifen, weil ich weiß zum Beispiel nicht, wie groß ist tatsächlich das Saarland. Und das hilft mir auch kein Vergleich mit Fußballfeldern. Bei Fußballfeldern ist es nämlich noch viel schlimmer. Ein Fußballfeld ist nämlich nicht genormt. Nach den DFB-Regeln kann das zwischen einem halben Hektar und 1,2 Hektar groß sein. Aber der Vergleich ist halt krass. Ein Bundesland ist kleiner als ein einzelner Wahlkreis in einem sehr dünn besiedelten Bundesland. Darauf wolltest du ja hinaus. Und da würde ich diesen Vergleich tatsächlich durchgehen lassen. Aber ich kriege jedes Mal einen Anfall, wenn ein Journalist sagt, so groß wie ein Saarland oder so groß wie drei Fußballfelder, weil das sind keine präzisen Größeneingaben, mit denen man das anfangen kann. Das kann ich total gut nachvollziehen und ich freue mich ehrlich gesagt schon, wenn ich den ersten Nano-Saarland-Spruch zu bringen, die erste Überlegung. Ich überlege auch schon, wie viel Quadratmeter meine Wohnung hat und so. Das, worüber wir gerade geredet haben, das war tatsächlich was Ernstes. da ist ein Wahlkreis einfach so riesig. Ja. Hab diesen Gedanken mal mit im Hinterkopf, wenn ihr das nächste Mal einen Artikel lest, wenn es um die Wahlrechtsreform in der Bundesrepublik geht und die Veränderung der Wahlkreise. Es sollen ja weniger Wahlkreise werden. Noch weniger? Naja, der Bundestag ist halt so groß. Unser Wahlrecht, wir haben ja eigentlich ein ziemlich cooles Wahlrecht. Ja. Es ist irgendwie eine schräge Mischung und diese schräge Mischung hat einen Nachteil. Nämlich, dass manchmal die Listenplätze, die vergeben werden, weniger sind als Direktmandate. Also wenn man es auf die Listenplätze, das ist dieses Erst- und Zweitstimmen-Ding, wenn man das jetzt umrechnen würde, kommt da ein Ungleichgewicht raus. Und schlussendlich muss es aber irgendwie die gleiche Zahl sein. Und das wird so lange hin und her gerechnet, bis es schlussendlich passt. Also da gibt es da zwei Stimmen mehr und dann gibt es da wieder eine mehr. Und das muss aber gleichzeitig immer mit dem Gesamtergebnis passen. Ja. Und ich habe keine Ahnung, wie man das berechnet. Ich habe größten Respekt vor denjenigen, die das berechnen können. Und was ich halt spannend finde, dass das natürlich dazu führt, dass der Bundestag größer wird. Und eine der großen Debatten ist ja auch immer wieder, der Bundestag ist so teuer, weil wir haben ja so viele Abgeordnete. Aber das ergibt sich halt, dass die Hälfte der Abgeordneten über die Wahlkreise bestimmt wird und die andere Hälfte über die Listenmandate. Und das kriegt man halt nie deckungsgleich hin. Als wir früher noch ein Dreiparteiensystem hatten, mehr oder weniger, da ging sich das aus. Aber mit der Masse an Parteien funktioniert das nicht. Und deswegen wird der Bundestag halt größer. Okay. Ja. Ja, und da gibt es auch irgendwie eine Reform und so, ne? Beziehungsweise ein Reförmchen habe ich als Schlagzeile gelesen. Mehr habe ich, was das angeht, noch nicht wirklich mich in das Thema eingearbeitet. Geht mir ehrlich gesagt auch nicht viel anders. Ich habe gedacht, ich beschäftige mich damit wieder intensiver, wenn es darum geht, wirklich eine Reform zu machen. Also wenn es wirklich da die nächsten großen Schritte betrifft, weil jetzt sind die Messen für die Bundestagswahl im kommenden Jahr irgendwie erstmal gesucht. Da brauchen wir jetzt auch nicht mehr anfangen. Herr Edelhack sagt gerade im Chat, der Podcast Lage der Nation hat das gut erklärt. Da blockiert eigentlich nur die CSU. Ich glaube, bei denen ist es ja auch so, dass die meisten Direktmandate haben, irgendwie sowas, ne?
Ja, okay, aber ich würde jetzt mal sagen, wir widmen uns mal dem, was hier vor uns liegt, nämlich Democracy 4. Wie wir weitermachen wollen. Ich würde mal gerade unsere Vorteile und Problemchen durchklicken, dass wir wieder so ein bisschen auf dem aktuellen Stand sind. Wir haben die CO2-Steuer eingeführt und auch Mautstraßen und wir haben einen Überschuss von 8 Milliarden. Das ist schon gar nicht schlecht, aber wir sind weit in die Schulden rein gerödelt. Wir haben zwei Vorteile, nämlich Technological Advantage. Das ist schön, erhöht die Produktivität und das GDP. Und wir haben Private Space Industry, weil wir den Geheimdienst so hoch gepusht haben. Aber das geht auch langsam zurück, aber das wird eine Weile dauern, bis das unter den Stopptrigger fällt, so wie es aussieht. Und das gefällt jedem und GDP und auch der Patriot findet das gut. Dann unsere Probleme. Die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft. Es wird immer besser. Ja. Nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft ist ja stagniert. Genau, Schulden sind 2,4 Billionen Pfund haben wir an Schulden. Hier die Luftverschmutzung. Ja, die Weltwirtschaft hat sich erholt hier und dann ging es hoch. Aber wir sind auf einem guten Trend, der nach unten zeigt. Dann haben wir die Proteste gegen diese Umwelt, also ja, oder für besseren Umweltschutz. Die sind gleich geblieben. Wir haben die Gig Economy. Ich glaube, die geht ein klein wenig zurück. Und jetzt die Wasserknappheit geht auch langsam zurück, aber das wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Also. Und dann haben wir noch unsere medizinischen Probleme. Die Fettleibigkeit ist auf dem Abwärtstrend. Dann haben wir die Doctor Strikes, die sind relativ gleich geblieben. Unsere überfüllten Krankenhäuser, ich sehe da einen ganz, ganz leichten Trend nach unten, aber kaum zu erkennen. Und die Asthma-Epidemie. Was war das denn hier? Oh. Hier wird jetzt nicht nur ein Prozentsatz angezeigt. Das scheint für das neue Update zu sein. Hier scheint auch einen Trend als Grafik eingeblendet zu werden, wo das hingeht. Also die Abnahme mit der Zeit. Ah, das ist dann repräsentiert, wie das hochgeht. Und wieder runter geht. Hm. Aber anscheinend sind da jeweils immer nur ein Punkt, weil das Update ist gerade eingespielt. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt neu anfangen würden, würde sich dieser Graph noch anders darstellen. Okay. Genau, das waren unsere Probleme. Zwei unserer Minister sind rot. Er hier, er hat letztes Mal den Vorschlag gemacht, dass Arbeitslose verpflichtet werden sollen zur Arbeit. Da haben wir gesagt, nö. Und Economy, da sind wir auch sehr weit runter mit der Loyalty. Wir kriegen nur noch 0,5 Political Capital von ihr. Tja, schade. Hazel Adams hat mir so gefallen. Aber der Rest sieht gut aus. Also, wir hier mal gucken. Wir kriegen fast 21 von unseren restlichen Ministern. So. Gut, wo fangen wir denn an? Ich würde mal sagen, wir gucken noch einmal kurz auf den Graphen. Mhm. Hier sind wir angestiegen, weil wir haben letztes Mal, glaube ich, zuletzt die CO2-Steuer eingeführt. Die Weltwirtschaft geht nach oben. Unser GDP, also der relative Wert, also der Bruch aus Schulden durch GDP ist auf 100%. Also es sieht sehr, sehr gut aus. Und hier sieht man auch, dass unsere Schuld runtergeht. Da. Also weil wir einen Überschuss haben. Jetzt einfach. Ich würde vielleicht einmal kurz auf die CO2-Steuer gucken. Mhm. Income History. Ja, beziehungsweise vor zwei Runden haben wir sie eingeführt. Und wir haben sie im Moment auf 13 Milliarden Einkommen. Oder auf 41%. Aber das wirkt sich jetzt gerade schon aus auf CO2-Emissionen, Flugreisen,
Nicht direkt leider auf die Luftverschmutzung. Aber das wird wahrscheinlich indirekt passieren, wenn ich mal auf CO2-Emissionen... Okay, CO2-Emissionen sind auch ganz schön hoch gewesen und jetzt gehen sie runter. Das ist schön. Ja, die Weltwirtschaft hatte sich erholt. Ich bin gerade am Überlegen, wir haben jetzt gerade so ein paar Sachen, die sich entspannt auch entwickeln könnten erstmal. So ein bisschen das Geld könnte wieder ein bisschen wachsen. Mhm. In den großen Problemfeldern wüsste ich jetzt gerade nicht, wie wir da so richtig reingehen können. Und da würde ich unglaublich gerne mal auf diese kleinen Dinge gucken. Ob das nun dieses Jugendparlament oder was auch immer, oder die öffentlichen Bibliotheken, so ein bisschen was für die Menschen. Also bei den neuen, bei den neuen Gesetzentwürfen quasi. Genau, bei den neuen Gesetzentwürfen. Ich glaube, ich gerne mal so ein bisschen, weißt du, diese kleinen Löcher, die halt noch da sind. Achso. Wir haben so die großen Probleme stabilisiert und jetzt sozusagen noch so ein bisschen nachsteuern. Das finde ich zum Beispiel total gut. Diplomatic Service? Ich würde jetzt vermuten, dass der sich auf die auswärtigen Beziehungen positiv auswirken und das sollte sich auf unsere Wirtschaftsleistung. Ja, und hier sieht man sie auch. Foreign Relations. Wir haben ja direkt eine Vorschau, also das geht direkt nur auf Foreign Relations. Kostet uns relativ wenig. Kostet 8. Ich würde jetzt mal gucken. Public Services hast du noch gesagt, ne? Da hatten wir, ich glaube, wir haben die Bibliotheken schon eingeführt. Compulsory Food Labeling hatte ich so auf dem Zeiger wegen dem Auswirkungen auf die Fettleibigkeit. Das finde ich auch gut. Klar. Also es hilft direkt einem der eins der Probleme zu lösen, die wir haben. Und kostet uns nicht viel. Ja, also ich hätte jetzt gesagt, also verpflichtende Label auf Lebensmitteln, die anzeigen, wie viel Zucker, Fett und so weiter und so fort drin ist, finde ich eine super Sache. Und dann könnten wir auch, weil das hier 12 kostet und Diplomatic Service 8, könnten wir uns dieses beide leisten und dann wären wir schon wieder weg vom politischen Kapital und hätten relativ wenig Geld ausgegeben. Finde ich gut. Ja, ja, und tatsächlich, das gibt es ja, diese Lebensmittelampel wird seit Jahren diskutiert und es gibt immer wieder Leute, die sich dagegen wehren. Die Lebensmittelampel ist nicht die beste Möglichkeit, Lebensmittel zu labeln, aber das wird in Deutschland schon seit Jahren diskutiert und ich finde es eigentlich mal ganz wichtig, dass das kommt. Also die Ampel wäre schon super, weil da wird gewarnt, wenn sehr viel Zucker oder sehr viel Fett drin ist. Also alleine das hilft schon, wirklich ein bisschen auf Ernährung zu achten. Und seit ich genauer auf meine Ernährung achte, weil ich habe es ja schon mal in einem Stream gesagt, ich habe Gicht und ich habe auch Probleme mit meinen Blutfettwerten. Ich habe mich seit 4-5 Jahren jetzt intensiv mit Ernährung auseinandergesetzt und meine ganze Ernährung komplett umgestellt. Und es ist halt wirklich, wenn man so einen Motivator hat, weil der Arzt hat gesagt, Herr Lampe, machen Sie das, dann fällt einem sowas leicht. Aber mit so einer Lebensmittelampel, das würde ganz, ganz viel bringen. Deswegen führen wir es hier jetzt auch ein. Naja, vor allem, es führt ja dazu, dass ich als Verbraucher noch eher dazu in der Lage bin zu entscheiden, im Sinne der Kosten-Nutzen-Rechnung, kaufe ich dieses Produkt oder nehme ich lieber eine andere? Ja, genau. Also eigentlich geht es ja nur darum, den Leuten dabei zu helfen, eine bessere Entscheidung zu treffen. Also nicht, weil die Entscheidung für das eine Produkt besser ist als die andere, sondern sie können eine qualifizierte Entscheidung treffen, weil sie eine Auswahl haben. Ja. Hier wird auch noch seltsam Dinge animiert. okay, es hat, wenn ich es voll hochziehe, reduziert es 5% die Fettleibigkeit. Das finde ich super für den Preis. Und der Impact auf Kapitalisten... Minus 2% Zufriedenheit, naja, die sind ja nie irgendwas mit zufrieden. Und minus 1% auf GDP ist natürlich schon eine Sache, aber wir sind am Anschlag. Also ich würde sagen, wir können uns das voll leisten. Was sagst du? Ja, unbedingt. Alles klar. Und dann hatten wir den Diplomatic Service.
Foreign Relation. Wir haben Überschuss, da buttern wir auch einfach voll rein. Es dauert eh eine Zeit, bis das wirklich Effekt trägt und es sind plus 6%. Aber ist gut, wenn wir das haben. Okay. Und dann sind wir auch schon durch. Ich würde gerne noch mal kurz auf was reagieren, was im Chat hier gerade noch zu dieser Kosten-Nutzen-Rechnung und so. Ja, na klar finden Unternehmen das möglicherweise nicht so wahnsinnig gut. Auf der anderen Seite, die gute Produkte anbieten, werden sich auch nicht dagegen wehren. Und dann kommt ja noch dazu, für wen wird Politik gemacht, beziehungsweise wer bestimmt, wer auf den jeweiligen Entscheidungsstühlen sitzt. Und das ist erstaunlich, was so eine Stimme am Wahltag oder davor alles anrichten kann im positiven Sinne. Ja. Wollte ich nochmal kurz loswerden. So. Dann würde ich sagen, einfach nächste Runde, ne? Sehr gern. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall, einen zauberhaften Tag.